Schlappa, Prada und Gold sind banal gesagt natürlich nur drei romanische Wörter, die für Stein, Wiese und Wald stehen. Aber gerade hier im inalpinen und hochmontanen Raum von Samnaun, vom Unterengadin und vom Walmsteier haben diese Wörter gerade eine ganz andere Bedeutung für mich. Sie stehen für energiegeladene Schönheit. Es sieht immer wieder neu aus, es sieht immer wieder anders aus. Und durch die Landschaft, durch die Gesichter, schlängeln sich auch unsere Trails. Der Inn ist ja der Namensgeber vom Engadin. Der Inn auf Romanisch Inn. Und oft stellen wir beim Biken das genau so vor, das so zu machen wie der Fluss. Immer in Bewegung, mal wild, mal zahm. Aber schon versuchen, flüssig unterwegs zu sein und sich halt ja, durch unsere Landschaft zu schlängeln, wie auch der Fluss sich durch unser Tal schlängelt. Die Energie, die es da hat, die widerspiegelt sich auch zum Beispiel in dem, dass aus der Erdkruste aus über 20 verschiedene Mineralwässer einfach raussprudeln. Da unten im Tal hat es das Schloss der Rasp. Das thront über dem Tal, ist eigentlich wie ein Wahrzeichen auch. Wie wir vor 3 Jahren den Auftrag gefasst haben, dass wir die Vision aus dem Bike Masterplan umsetzen sollen, war mir noch nicht bewusst, wie viel Verantwortung auch an uns mit dem übergeben wird. Je tiefer man sich dieser Sache annimmt und je tiefer auch der Einblick in die ganze Sache, desto mehr ist mir auch bewusst worden, was alles schützenswert und erhaltenswert ist. Ich bin froh, dass wir mit Velo Solutions und Trailworks zwei Partner da dabei haben, die unsere Vision auch teilen und die ihr Handwerk verstehen und die ihr Know-how vom Trailbau auch bei uns verankern. Unser Motto da ist ja pure alpine Trails oder auch pure alpine Trails. Und derjenige, der die Schaufel schwingt und den Pickel schwingt, muss die Vision teilen. Der muss verstehen, um was es geht, damit der Charakter vom Trail eben auch pur bleibt. Damit nicht irgendeine Autobahn entsteht, sondern dass man eigentlich gar nicht sieht, dass man etwas am Trail macht, aber gleichzeitig hinterher halt ein unglaublich gutes Fahrerlebnis dadurch hat. Ich habe das Gefühl, dass wir dem Ganzen hier mit einem extremen Respekt begegnen. Wir wollen einfach, dass wir echt sind da und dass es auch echt bleibt, dass wir echt dürfen wirken. Und dafür brauchen wir auch Leute, die die Einstellung mit uns teilen. Biker, die sich leislich bewegen können, respektvoll bewegen. Leute, die über die Konsumhaltung herausdenken können und auch die Verantwortung annehmen gegenüber den Ressourcen, die wir hier haben.